So, herzlich willkommen Leute, heute ein Einkauf von mir, war wieder schön einkaufen, habe den ganzen Rucksack voll gedonnert mit gesundem Zeug. Fangen wir einfach mal an. Hier haben wir Lasagnenplatten, hier nochmal Lasagnenplatten, kann ich euch auch absolut empfehlen, vor allem wenn ihr Gemüse reinkriegen wollt. Cannelloni eignet sich da am allerbesten, weil man da wirklich haufenweise Gemüse verarbeiten kann. Und ja, ist 100% Teig eine Zutat, also 100% Hartweizengrieß. Und dann habe ich hier ja das gesündeste Nahrungsmittel gekauft, das gibt. Grünkohl, auch noch eingefroren und nicht in Klumpen, sondern hier so frei. Edeka hat den allerbesten Grünkohl, den es gibt. Der ist auch blanchiert. Ich habe mich da informiert, ich habe dir angeschrieben. Also der hat noch mehr Nährstoffe, als wenn du den frisch kaufst, weil der frische verliert ja schneller als gefrorener. Deswegen dann einmal Grünkohl. Dann Spinat habe ich noch gekauft. Blattspinat, auch eingefroren. Auch mega gesund. Grünkohl, wisst ihr, gesündeste Nahrungsmittel der Welt, Platz 1. Spinat, natürlich auch mega gesund. Aber damit sollte man nicht übertreiben, wegen der Oxalsäure. Dann habe ich hier Lauch gekauft, eine schöne Lauchstange. Und so, das ist vom Lidl und vom Edeka der Einkauf. Dann habe ich hier Oregano gekauft, voll komisch gemacht, guck mal, ist nur bis zur Hälfte voll. Wenn man das mal so anguckt, ist schon crazy. Aber okay. Oregano auch, also Oregano kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr euch mal mit Gewürzen beschäftigt habt, extrem gesund, sehr gesundes Gewürz. Und das Problem natürlich bei gesunden Gewürzen ist, dass man natürlich immer nur sehr, sehr wenig benutzt. Und deswegen verzerrt das Ergebnis so ein bisschen. Dann Champignons, Bio-Champignons auch noch. Zu Pilzen sollte ich auch ein Video machen auf jeden Fall, sehr interessant, die haben... interessant, die Anti-Cancer-Stoffe, und man darf die nicht roh essen, auch ganz wichtig, man muss sie erhitzen. Lauch ist auch, wenn ihr meine Videos über Krebs guckt, eins der größten Krebskiller, die es gibt, Lauch. Dann Paprika, ich mag die roten am liebsten, deswegen rote Paprika. Dann, was haben wir noch, Knoblauch. Knoblauch Nummer 1 Anti-Cancer der Welt. Dann natürlich Brokkoli, muss auch sein. Frischer Brokkoli, gesunder Brokkoli. Dann Mais, Zuckermais. Das ist auch Zuckermais, oder? Ich habe es einfach mitgenommen. Ja, Zuckermais, sehr gut. Einfach mitgenommen, ich mag Zuckermais, aber meistens schmeckt mir das nicht. Aber nur von einer Firma, aber ich weiß nicht mehr welche das war, deswegen habe ich die gekauft. Ich glaube, ich habe die auch noch nie geholt. Die Verpackung kommt mir nicht bekannt vor. Dann rote Beete gekocht, direkt verzehrfertig. Dann riesige Zwiebeln, auch sehr interessante Stoffe drin. Über die Zwiebel kommt auch auf jeden Fall noch ein Video. Dann habe ich hier Bio-Zucchinis. Auch sehr gut, sehr gesund. Dann habe ich hier noch Bio-Kaisergemüse gekauft. Ja, das passt leider alles nicht mehr auf die Kamera. Dann habe ich hier noch eine Packung Bio-Kaisergemüse gekauft. Und dann Dill. Frischen Dill. Und das war es auch schon. Also ich kann euch das mal kurz noch mal zeigen, der ganze Einkauf ist halt ein mega extrem gesunder Einkauf. Guckt euch das an, sieht sehr gut aus, finde ich. Damit werde ich mir gleich was Schönes machen, entweder Cannelloni oder Lasagne. Und ja, so sieht ein gesunder Einkauf eines Veganers aus. Aber ist halt sowas, solche Einkäufe sind halt mega unspektakulär.
Das ist halt das Problem, deswegen zeige ich sowas nicht, sondern zeige dann eher Einkäufe mit irgendwelchen Burgern oder sowas, weil das wollen die Menschen eigentlich sehen. So ein mega gesunder Einkauf, naja. Aber natürlich, so sollte es aussehen, ne? Das ist ganz klar. So sollte ein Einkauf aussehen. Alles gesundes Zeug. Von daher, Leute, und da sieht man meinen Fuß. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Peace.